gehen wieder unsere Runde. Es ist sehr voll hier geworden mittlerweile. Im Krankenhaus. Hospital Memory. Das haben wir hinter uns, das haben wir hinter uns. Und wie immer gucken wir an, was wir gefunden haben. Eine Erinnerung haben wir übersehen, verdammt. Und ich sehe hier keine weiteren Erinnerungen. Die letzte Erinnerung ist die Library. Ich denke, das ist das, wo alles zusammenkommt. Eventuell müssen wir dort auch den Master Reboot machen. Und ich denke, es wird auch Zeit, loszulassen. Und eventuell löschen wir jetzt auch Davids Daten. Die von Madison, die von Astrid. Beste Erinnerung, wie auch immer spielen. Ich würde einmal sagen, das, was Carly kaputt gemacht hat, reparieren wir jetzt mal. Denn ich bin mir ziemlich sicher, die hat damit was im Hut. David Ree. Die SoulCloud-Server sind überladen. Das Team. Ja, verdammt, wir können auch. Wir können nichts machen. Ja, David. Du bist also eigentlich ganz verloren, weil Erinnerungen aus Davids Sicht hatten wir nicht. Gar nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind Madison. Ich habe das Gefühl, wir sind Madison und wollten ja die Erinnerung an David noch aufrechterhalten. Nur mit den Todeszeitpunkten bin ich jetzt so ein bisschen verwirrt. Aber es ist ja Astrid, die 24 gestorben ist und nicht Madison. Die war es nicht, oder? Verdammt. Aber ganz am Ende vom Spiel kann man sich das sowieso sicherlich noch einmal angucken. Mai, der 14. Mai 2027. Okay, alles klar. Alles klar. Because of the server overloading, memories are temporarily only available to return. Ach, guck mal. Und der letzte Satz, ne? Erinnerungen sind nur als 2D-Renderbilder, als 2D-Bilder verfügbar. Die sehen wir ja immer nach jeder Erinnerung. Sehen wir ja so Szenen, die ja nicht 3D sind, sondern echt so eine kleine kurze Abfolge von Bildern. Und das ist wohl hiermit gemeint. Dass man halt nicht durch die Erinnerung laufen kann und die nochmal erleben kann, sondern halt nur die Bilder sieht. Mann, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Server Crash, Server Crash. Siren. Mist. Ein wunderbarer Wasserspender. Achten auf Enten. Ich glaube nämlich, dass die jetzt sehr wichtig sind. Huch. Was? Wie, wo, wer?
Ja, ich bin ein bisschen konzentriert gerade. Siren, bring mich bitte nicht raus. Ein Krankenbett? Was macht das Krankenbett denn bitte in der Bibliothek? Na super. Toll. Juhu. Endlich kriegen wir wieder Besuch. Yay, Party hard. Ich bin im Kreis gelaufen. Habt ihr das gesehen? Dann sehe ich einfach nie, welches Regal denn da jetzt gemeint ist. Ich weiß auch nicht, wie viele Enten ich hier gerade übersehe. Da kamen wir her, da kamen wir her. Da kamen wir her, da kamen wir her. Ich orientiere mich jetzt mal an diesem Mülleimer. Mülleimer! Keine Ente drin. Mein Gott, das ist das ein Labyrinth? Ja, das ist ein Labyrinth. Hallo, Mr. Teddybär. Orientiere dich an den Teddybär. Hier war jetzt gerade ein Teddybär. Ein Radio. Okay, zurück zum Mülleimer. Wenn sie da jetzt, ich hoffe, sie ist da jetzt nicht auch. Okay, warte, stopp, hier. Und jetzt hier rein. Ich brauche irgendeinen Anhaltspunkt. Die Musik ändert sich. Ah, okay. Uranregale. Uranregale. Ja, es ist, ja. Und sonst so. Ich bin konzentriert, verdammt. Ich bin wirklich sehr konzentriert. Eine Blume. Und ich glaube, das Regal wird sich gleich nochmal verschieben. Ja, ich habe dich gesehen, Fräulein. Wieso finde ich denn hier eigentlich gar keine Enten? Ein Drucker oder Scanner? Ente! Oh. Madison Jones. 27. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich dachte, wir wären auf so ein Desaster vorbereitet. Wenn wir nicht sofort anfangen, die Server herunterzufahren. Oh. Dann werden die ja, Residents hier, Member, die Erinnerung wären, Astrid wäre auf jeden Fall gefährdet. Ich darf sie nicht noch einmal verlieren. Astrids Erinnerung wäre gefährdet, okay. We need to update Siren. It's our best defense against instructions. Jemand hat sich in die Cloud eingehackt. Jemand hat sich... Scanner. Und da müssen wir gleich her. Merken. Könnte das... Kali gewesen sein, aber Kali verfügt das sicherlich nicht über das nötige Wissen. Da haben wir jetzt auch keinerlei Informationen irgendwie. Dass sie zu so etwas fähig wäre. Okay, dann machen wir schon. Blöde Kuh. Das war nicht cool, das war nicht nett. Guck. Ja. Hä?
sieht so nach Showdown aus. Kann das? Schön, ich erkenne da nicht wirklich viel, aber okay, das ist gut. Verdammter Mist. Ah, okay, hier. Das sind die Büros von... Mystery. Da vorne haben wir noch eine Ente. Ich bin gerade doch ein bisschen angespannt, ne? Ich will gar nicht wissen, wie das aussieht. Ich gucke die ganze Zeit nur so auf dem Bildschirm. Was passiert hier? Was ist los? Ente. Astrid Pattinson. Oh, ist schon wieder gestorben. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ihre Daten sind weg. Ich meine, ich bin ja... She originally died from leukemia in 2024. Sie ist ja tot. Also... Weiß ich nicht. Sie ist ja tot. Die Daten sind ja nur... Daten sind Daten. Daten ist nicht die Person. Eine Soul Cloud beinhaltet nicht Seelen, sondern einfach nur Daten. Ja, der Menschen, die gestorben sind. Ich weiß nicht, wie sich hinter... Obwohl ich... Ich weiß, ich kann es teilweise doch ein bisschen nachvollziehen, dass sich die Angehörigen doch irgendwie daran klammern. Dass halt von dem Menschen noch etwas da ist. Dass der Mensch nicht komplett ausgelöscht ist. Aber der Mensch selber ist nicht mehr da. Und weiß ich nicht. Das ist so... Ich weiß nicht. Ente? Wie scharf ich jetzt auf einmal auf die Enten bin, ne? Aber hier. Ah, 24. Da ist sie gestorben. Ihre Daten wurden erfolgreich, David Ree hat es sogar gemacht. Daten von Astrid wurden erfolgreich hochgeladen. Keine Fehler. Alles stabil, 100% erfolgreich. Astrid war also 100% in die Soul Cloud integriert. Ja. Hier müssen wir wohl den Master Reboot machen. Blau, rot, rot, blau, rot, blau. Rot, blau. Grün, okay. Ja. The color, but the letters and the number. Es hat nichts mit der Farbe zu tun, sondern... Ach du Güte, Leute. Den Buchstaben und die Nummer. Ha, da, 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 da. Das ist cool, dass es diese Information gibt. Wir haben 1, 2, 3, 4 mal blau und 4 mal rot. 3. 3 mal blau. Wir haben 5 mal rot. Und das war ursprünglich grün. 4 mal. Ich mach das mal wieder grün. Ja, das letzte Rätsel. Das letzte Rätsel. 5 mal rot. 3 mal blau. 5, 3, 4. Ich darf ja nochmal. Habt ihr das? Oh, guck mal da. Du bist mir ja eine. 2, 3, 5. Ich meine, das hat sicherlich nichts damit zu tun, aber... Okay, Telefonnummer. Madison Jones. Telefonnummer. David Reed. Telefonnummer.
glaube nicht, dass es damit was zu tun hat, dass es die 235 New Street ist. Vor allem die 2 passt hier dann gar nicht. Aber die Telefonnummern auch nicht. Ich gehe sofort wieder dahin. Ich gehe sofort wieder dahin. Wir werden das Rätsel lösen. Und ich bin eigentlich auch gar nicht müde. Ich werde das schaffen. Wo war denn jetzt die verdammte Ente, die andere? Letzten? Ja. 2024, ja. Ich gucke sicherheitshalber mal in jede Mülltonne. Aber was meinst du denn mit Buchstaben? Was ist mit diesem komischen Buch hier? Huch, das wollte ich gar nicht. Weiß ich nicht, ganz komisch. Ich kann hier auch nichts machen. It's not about the color, but the letters and the number.